So, Elke, hier ist die Petersbergstraße und ich dachte, ich filme das mal ein bisschen. Die Mutter hat gerade mit mir geschimpft, weil ich mit der Turnschuhe hin herumgelaufen bin. Und ich dachte, ich filme jetzt mal das Grundstück. Ich habe nämlich vorhin den Brunnen, von dem du gesprochen hast, nicht gefunden. Also, wir laufen jetzt ins Grundstück rein. Hier ist Steinbrenners. Und du siehst, hier ist alles verwachsen. Eigentlich ist das Gras ist nicht super hoch, aber es ist jetzt auch Winter. Und ja, hier ist euer altes Haus. So, siehst du das mal richtig vergammelt. Man kann mal hier ins Fenster reingehen, wenn du willst. Dann schauen wir mal hier rein. Ich glaube, man kann gar nicht reingehen. Ne? Hier ist das Wohnzimmer. Jetzt gehen wir erstmal kurz das Grundstück ab. Also hier siehst du, die Bäume sind alle entlaubt und auch irgendwie zurechtgestutzt. Könnte es sein, dass es hier drunter ist, unter dem Grashügel hier. Da kann ich natürlich jetzt nicht nichts wegmachen. Aber wenn man hier langläuft, hier könnte was sein. Also ich weiß es nicht. Also ich sehe auch nichts hier, aber selbst wenn, ich würde also jetzt hier nicht die Äste wegräumen. Hier sind die Hühner. Ich glaube, das gehört schon im Krim hier, das Grundstück. Und schau mal hier, wenn man den Boden abguckt. Ich drehe mich nochmal um. Also hier ist nirgends was. Ich drehe mich zurück. So, jetzt laufen wir mal auf der Seite hier den Berg hoch und schauen wir mal, ob man hier was sieht. Also, ich bin vorhin schon mal hier lang gelaufen und mir ist eigentlich überhaupt nichts aufgefallen. Hier ist die Mauer. Hier habe ich vorhin mal hochgehoben. Das ist irgendwas Verrottetes. Aber darunter ist gar nichts. Hier ist also hier ist nichts drunter. Dann keine Ahnung, ob hier vielleicht das war. Hier ist ein Hügel. Vielleicht war hier ein Baum. Oder ist tatsächlich zugeschüttet worden. Schau mal. Das sieht aus, als wäre hier irgendwas zugeschüttet worden. Das ist ein bisschen eine hügelige Erhebung. So, jetzt bin ich relativ hier weit oben hochgekommen. Hier sind auch etwa ein paar Unebenheiten. So, jetzt bin ich hier schon am Ende des Grundstücks. Und nirgends sehe ich auch irgendwo auch nur eine Öffnung oder eine halb verdeckte Öffnung. Das Gras ist ja sehr flach. Man würde es ja sehen eigentlich. Hier, ich weiß nicht, ob es hier vielleicht war. Hier ist was zugeschüttet worden. Wie du siehst. Keine Ahnung. Also da buddel ich natürlich jetzt nicht. So, jetzt laufen wir mal Richtung Schindwolf. Hier haben sich die Nachbarn vom Grundstück einfach den Zaun weggemacht, dass sie im Fall eines Falles den Rest hier auch benutzen können. Da haben sie auch eine Rutschbahn hingebaut. Ist ja auch in Ordnung. Aber finde ich eigentlich lustig, das so zu machen, hier eine Rampe hinzubauen. Ich weiß nicht, wer hier wohnt. Eine Katze sitzt im Wohnzimmer. So, jetzt gehe ich mir an den Rand des Grundstücks, in die Richtung. Ich habe schon versucht, so zu filmen. Hier ist Schindwolf. Du siehst, hier gibt es eigentlich keine zugedeckten Löcher. Gar nichts. Oh, doch, bin ich in was reingetreten gerade.
Keine Ahnung, hier ist was auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch zu. Also ein Brunnen ist das nicht. Ein Loch im Boden. Ich gehe nochmal hier. Vielleicht ist hier was zugewachsenes. Obwohl das ja nun bei Schindwolfe ist und nicht mehr. Nee. Nee. Hier ist also weit und breit keine brunnenähnliche oder schachtähnliche Öffnung zu finden, die mit irgendwelchen Wellblechen abgedeckt ist. Ich hätte das so gern für dich gefunden. Das könnte natürlich hier drunter was sein, ne? Keine Ahnung. Ich hätte das so gern für dich gefunden, aber ich glaube, es ist ein Griff ins Klo. Ich gehe aber jetzt gern für dich mal noch hier ums Haus. Schau mal, die Satellitenschüssel hängt immer noch hier. Wahrscheinlich auch schon 40 Jahre alt. Und hier ist ein ehemaliges Wohnzimmer. Keine Ahnung, ich kann mal an der Tür rütteln. Vielleicht ist er sogar aufgeschlossen. Sieht aber eigentlich nicht so aus. Ich glaube, es ist zu. Ja, da ist zu. Schau mal. Dein altes Wohnzimmer. Weit man sehen kann. So. Jetzt laufe ich noch mal einmal rum. Hier. Dein Elternhaus. Krass, oder? Schau mal hier. Sogar ein Boiler. Kannst du den noch? Kennst du den noch? Das ist ja krass. Die Säge hat wahrscheinlich dein Daddy hier liegen lassen. Schau mal. Die schlechten Köter. Ja. Und hier ist die alte Garage von euch. Und hier ist auch die Tür. Dein Klingel ist leider zu. Also, ich hätte gerne mal reingeguckt. Ich war vor einem Jahr mal drin. Und obwohl, den kann ich eigentlich auch filmen. Kennst du den noch? Schau mal hier. Der hat mir gerade zugewunken. Klaus! Sag mal hallo. Das schicke ich der Elke Schwanberger. Mit der habe ich gestern gechattet. Ich komme gleich rüber zu dir. Warte. Ja, das ist ein Klaus sein Haus. Unser Haus. So, Elke, ich glaube, 8 Minuten Videofile. Ich habe es nicht gefunden. Du hast gesehen, wir haben das ganze Grundstück abgelaufen. Hier gibt es leider keinen Brunnen mehr. Ich wünsche dir was. Jetzt kriegst du auch noch mal mein Gesicht zu sehen. Peace. Ciao.